Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Battle Play Pokémon XY Online Kämpfe. Heute haben wir mal wieder einen Kampf gegen den Finsterwaschbär, gegen den haben wir ja schon mal gekämpft. Und der Kampf ist vom 15.08.2014. Und heute, das muss ich sogar sagen, hat mir sehr gut gefallen, kämpft er mit einem Sandsturm-Team. Aber dazu kommen wir erst gleich. Erstmal zu meinem Team, denn ich kämpfe heute mit Bolterus, Knackrake, Magneson, Golgantis, Magbrand und Lapras. Und mein Gegner heute, mit, wie gesagt, mit einem Sandsturm-Team, genauer gesagt mit Knackrack, Metagross, Hypoteros, Bortrott, Zytomega und einem Tanzer. Was ich sehr interessant fand zuerst, aber er hat mir danach erzählt, er wollte extra mit einem Sandsturm-Team gegen mich kämpfen, aber hat es nicht rechtzeitig geschafft, das Tanzer noch weiterzuentwickeln zu einem Forstelka. Und das heißt, er musste jetzt mit einem Tanzer antreten. Das fand ich aber auch nicht so schlimm. Ich dachte nämlich zuerst, das Ding tritt einen Evoliten, aber egal, würde ich sagen, denn wir kommen zum Kampf. Glücklicherweise habe ich hier nämlich auch vier Pokémon bei mir im Team, die ja nicht vom Sandsturm getroffen werden. Nämlich die ersten vier, von Bolterus bis Gigantes. Und ja, gerade von Bolterus war das ganz schön praktisch, wenn es denn speziell von speziellen Attacken getroffen hätte getroffen werden können, wie auch immer. Weil der Sandsturm erhöht die Spezialverteidigung von Gesteins-Pokémon um 50%. Und ja. Warum das noch so wichtig wird, das sehen wir vielleicht noch in diesem Kampf. Also, los geht's. Und diesmal mit fetter Champ-Mucke, so wie ich das höre. Und ja, Finsterwaschbär wollte einfach nochmal ein Rematch haben. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das erste, hat er das verloren oder war das der Kampf mit dem Crit? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher am Ende. Also, der Crit am Ende, wo ich ganz knapp verloren habe wegen dem Steinhagel, ist ja auch egal. Ich fange an mit einem Bolterus. Und ich dachte mir ganz bestimmt, der wird doch bestimmt das ausnutzen und ein Erdbeben drücken jetzt. Und dann kann ich Metallstoß einsetzen und das Knacker gleich sofort besiegen. Aber er hatte gedacht, ich wechsle aus und mache deswegen eine Drachenklaue. Und die ist natürlich nicht sehr effektiv und macht anderen zudem wenig Schaden. Und somit macht auch der Metallstoß wenig Schaden. Tja, jetzt das Problem, ich habe keine Robustheit mehr, die wirkt. Und jetzt dachte ich, ach, jetzt drücke ich mal die Titansteine in der Hoffnung, dass er denkt, ey, ich wechsle jetzt aus, aber nein, diesmal drückt er natürlich das Erdbeben. Also ganz blöde Predictions am Anfang. Ich hätte lieber die Titansteine rausbringen wollen, das wäre ganz gut gewesen gegen Potrott. Das kriegt instant 25% Schaden, das macht natürlich viel Sinn. Gut, ich hole Gigantes rein und hier kommt sein Tanzer, was erstmal eine physische Attacke wegstecken sollte, aber ich habe es ausgenutzt und mache erstmal eine Steinpolitur. Und Gigantes heißt nicht umsonst Gigantes, das Ding ist nämlich verdammt riesig und ja, sorgt jetzt für eine Steinkante. Aber Tanz hat natürlich genauso wie seine Weiterentwicklung die Robustheit und auch noch den Beulenhelm. Hat er nicht. Das war der Lebenmob. Entschuldigung, das war kein Beulenhelm. Alles klar. Er holt jetzt erstmal die Giftspitzen raus, das war jetzt aber nicht so schlimm für mich. Ich mache somit jetzt nochmal ein Erdbeben, einen sicheren. Falls er denn auswechseln sollte oder so, dann wird das Pokémon nämlich auch effektiv getroffen von dem Erdbeben, weil er hat ja meistens Gestein- und Stahl-Pokémon dann mit, wenn er hier mit einem Sandsturm-Team antritt. Und jetzt kommt wieder Knackrack raus. So, und ich dachte mir, ich bleib mal drin und mache einen Wuchtschlag, damit er verwirrt ist auf jeden Fall und sich eventuell selber haut. Wuchtschlag macht ja ganz guten Schaden eigentlich, also war es die beste Wahl. Und ich hau mich, schade wieder selbst mit dem Leben ab. So, jetzt die Frage, trifft er sich selbst? Nein, tut er nicht, er macht ein Erdbeben. Und das tut natürlich sehr weh. Auch wenn Gigantes eine verdammt gute Verteidigung hat, reicht das nämlich aus wegen einem verdammten Volltreffer. Ich glaube nämlich nicht, dass das sonst gereicht hätte. Das glaube ich nicht. Jetzt hole ich erstmal meine spezielle Wall rein. Ja, warum spezielle? Ich habe keine physische Wall mehr. Die hat Knackrack ja schon umgehauen mit dem Erdbeben. Es gab also nichts, was ich jetzt noch hätte gut einwechseln können dagegen. Gegen Knackrack hatte ich jetzt nur so ein bisschen Angst. Jetzt kommt erstmal Metagross rein. Ja, und ich dachte mir, ich mache einen Abgesang. Das ist, glaube ich, noch die beste Wahl, um dieses Knackrack wegzukriegen. Ich hatte da wirklich ein bisschen Angst. Denn das Erdbeben macht wirklich allen anderen auch sehr viel Schaden. Tja, so, jetzt hat jeder erstmal Abgesang gefressen, also Lagunia und das Metagross. Und jetzt blieb ich einfach in der Hoffnung, der läuft jetzt irgendwie an, macht einen Sternhieb somit. Und ich kann mich schützen und somit story ich noch eine Runde Abgesang. Aber jetzt ist die Frage, schaffe ich das noch einen Whirlpool rauszukriegen? Aber ich glaube nicht, dass ich noch einen Sternhieb abkriegen wollte, deswegen wechsle ich lieber raus auf Hauris. Und Metagross kann da nicht so wirklich viel machen eigentlich. In der Hoffnung, er wechselt auf jeden Fall noch aus, er will sein Metagross nicht verlieren durch das Abgesang. Und dadurch kann ich eine weitere Runde erstmal Clownwärze einsetzen. Aber der Sternhieb hat dann doch mehr Schaden gemacht, als ich dachte. Das finde ich ja nicht so schön. So, jetzt wechselt er natürlich aus, er will sein Metagross wie gesagt nicht verlieren. Und ich nutze die Chance erstmal Clownwärze einzusetzen. Also erstmal, nachdem ich mich gemegert habe. Denn das war
ganz schön wichtig, dass ich jetzt einen Angriffsboost habe, denn das könnte mir jetzt weiterhelfen im weiteren Verlaufe, denn ich bin Gott sei Dank, schneller bin ich noch nicht, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil er eingewechselt hat. Wir werden es aber gleich sehen. Erstmal steige ich meinen Angriff und meine Genauigkeit und kriege erstmal Giftschaden rein. So, aber ich würde noch zwei Runden überleben. Ich bin Gott sei Dank schneller, wie ihr jetzt sehen könnt. Und ein Doppelhieb reicht somit aus, eigentlich schon ein Treffer, dank dem Angriffsboost. Gut, und auch Megakanaka ist verdammt groß, wie ich gerade sehe. So, das Gift reicht für diese Runde nicht aus, Gott sei Dank. Er kann nochmal Hypoterus einsetzen. Ich dachte mir jetzt schon, wenn er das reinholt, dann entweder nur um den Sandsturmreiz zu holen oder auch um ein Schutzschild einzusetzen, damit mein Knackhack dann durch das Gift zugrunde geht. Aber nein, er wechselt aus auf seinen Zytomega und das finde ich ganz gut. Denn dadurch kann ich mit Doppelhieb nochmal schön Schaden machen. Um genauso zu sagen, kann ich das Zytomega nochmal umhauen. Also der Wechsel war jetzt nicht so schlau. Hypoterus kann physisch einigermaßen was einstecken. Also besser bzw. mehr als Zytomega und deswegen hätte er lieber auf Hypoterus draufbleiben sollen. Die Frage ist, was hätte er machen sollen? Vielleicht hätte er nur Angriffsmus oder so und das wäre nicht nötig gewesen, vielleicht gegen Knackrack. Aber ist ja auch egal. Ich hole jetzt Lagunia wieder rein und da kommt sein Metagross wieder und so dachte ich mir, scheiße. Denn das war Worst Case, was er da macht mit dem Metagross. Aber glücklicherweise trifft der Sternhieb nicht, das hätte wahrscheinlich ausgereicht. Und ich kann Abgasang einsetzen. Ich wollte in dem Sinne eigentlich mein Lapras opfern, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass der Sternhieb daneben geht. Denn ich hätte gehofft, vielleicht setzt er noch ein anderes Pokémon ein, vielleicht Potrot oder so. Das hätte Sinn gemacht, noch solange der Sandsturm aktiv ist, aber nein, er holt Metagross rein und naja, was soll ich denn machen? Ich muss mich schützen, falls der nächste Sternhieb kommt. Und ich krieg zwar weiter Sandsturm und Toxinschaden, beziehungsweise Giftschaden, aber ich habe gehofft, ich kann erstmal Metagross weiter runterstallen, bis Abgesang soweit ist, dass ich Lagoon jetzt mal auswechseln kann, weil ein Whirlpool kann ich jetzt nicht riskieren. Ich hole dann lieber Ouroboros rein, meinen Magneson, was auf jeden Fall einen Sternhieb einstecken kann, weil es dem resistet und physisch kann es einiges einstecken, wie ich gerade sehe. Er kriegt jetzt zwar den Angriffsboost, aber der war jetzt gar nicht mal so wichtig, denn er macht so kaum Schaden, aber er muss ja eh gleich auswechseln, sonst verliert er sein Metagross, wie ihr jetzt sehen könnt. Er wechselt nämlich aus und ich nutze die Chance und kann in Ruhe einen wunderschönen Magnetflug rausholen und somit habe ich keine Bodenschwäche mehr. Und das ist sehr, sehr, sehr praktisch gegenüber diesem Team, denn Metagross kann sehr wahrscheinlich ein Erdbeben und Hypoterus bestimmt auch. Das macht nur Sinn, das so zu spielen. Zumindest würde ich das so spielen. Und wenn dieses Hypoterus jetzt keinen Feuerzahn oder so drauf hat, dann würde der kaum Schaden machen. Somit kann ich auch sagen, er wechselt aus und dadurch kann ich sagen, dass er keinen Feuerzahn hat. Und ich dachte mir, ich greife mal speziell an mit der Lichtkanone und überraschenderweise macht hier Metagross eigentlich ganz viel Schaden, wie ich finde, weil das war nicht effektiv. Zwar Step, aber hat trotzdem viel Schaden gemacht, aber Metagross kann mir nichts anhaben, außer er schreckt mich zurück und dadurch konnte ich nicht angreifen. Und das hat mir dann doch nicht so viel gefallen. Und jetzt kommt ein Gigastoß, hat mich sehr überrascht, dass er das macht, denn auch das macht nicht viel Schaden. Und dadurch habe ich quasi zwei Runden frei und habe mir gedacht, ich setze mir die Donnerwelle ein. Jetzt muss er sich erstmal aufladen nach dem Gigastoß. Und somit habe ich noch eine freie Runde. Weiterhin die Lichtkanone. Der Sandsturm ist mittlerweile weg. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Auch wenn er wahrscheinlich selbst wieder sein Hypoterus rausholen würde. Aber es macht natürlich auch Sinn, dass er weiterhin Runden sort, damit mein Magnetflug endlich aufhört. Und dann kann ich mich sehr effektiv mit dem Erdbeben treffen. Der Donnerblitz reicht somit aus, um Metagross zu besiegen. Und ihr seht, mein Magnetismus ist wieder weg, aber ich bin Gott sei Dank schneller als ein Hypoterus. Er holt jetzt zwar wieder seinen Sandsturm raus, aber das ist mir eigentlich egal, denn ich kriege ja keinen Schaden davon. Und dank dem Magnetflug kann er mich nicht mehr effektiv angreifen, wie ihr gerade sehen werdet. Hatte er es ja gerade vorgehabt. Jetzt die Frage, was will dieses Hypoterus gegen mich machen? Es hat nichts Effektives mehr gegen mich und ich kann mit einer Lichtkanone angreifen und speziell kann ich viel Schaden machen, wie ihr seht. Er macht somit erstmal wieder einen Schaufler. Ihr seht also, er hat nichts Effektives gegen mich, dank dem Magnetflug. Aber er möchte nur weitere Runden stallen, damit endlich der Magnetflug aufhört, wie ich das sehe. Aber das bringt nicht mehr wirklich viel, denn er hat, glaube ich, wie ich das sehe, nur noch Potrot. Und ich glaube kaum, dass man Potrot offensiv spielt. Zumindest würde ich das nicht tun. Das würde sich nicht lohnen. Deswegen hat es wahrscheinlich kein Erdbeben. Und somit, naja, egal.
hätte ich ihm empfohlen, dass der Sandsturm, also das Ibuterus schnell zu opfern, damit der Sandsturm noch weiterhin verbleibt. Denn jetzt kommt es zu dem, was ich zu Anfang angesprochen habe. Potrott, das einzige Gestein-Pokémon in seinem Team, kriegt durch den Sandsturm einen Boost auf die Spezialverteidigung und somit macht meine Lichtkanone nicht mehr allzu viel Schaden, auch wenn es effektiv ist und Stack kriegt. Potrott hat verdammt hohe Verteidigungswerte und sie werden jetzt nochmal gesteigert durch den Hausbruch. Ich dachte mir, durch die Donnerwelle könnte ich hier und da noch dafür sorgen, dass ein Angriff nicht funktioniert und darauf habe ich jetzt mal gebaut. Ich mache somit jetzt erstmal eine Lichtkanone, weil es war mir jetzt egal, dass der Magnetflug nicht mehr da ist, denn es kann sehr wahrscheinlich kein Erdbeben einsetzen. Somit dachte ich mir, ich greife einfach weiter an. Und es hat fast die Hälfte Schaden gemacht. Hätte er mehr gemacht, hätte er seinen Hausbruch nicht eingesetzt und wäre der Sandsturm nicht da. Das heißt, so ohne Sandsturm würden zwei Runden ausreichen wahrscheinlich und dann wäre es vorbei mit Potrott. Aber nein, er zögert das somit noch ein bisschen raus. Ich mache somit noch eine weitere Lichtkanone. Und Gott sei Dank ist er jetzt paralysiert. Er hat mir jetzt geschrieben, er hätte dann eine Erholung eingesetzt und somit wäre die Paralyse auch weg gewesen und er wäre wieder bei vollem KP. Und das hat mir nicht so gut gefallen, denn es hätte noch ein bisschen länger gedauert, aber er hätte jetzt eh nicht mehr gewinnen können, denn ich habe noch nicht nur noch Magnesone, sondern auch noch zwei weitere Pokémon, glaube ich. Aber nee, eben wollte er ein Hausbruch einsetzen, glaube ich, und jetzt wollte er die Erholung einsetzen. Jetzt ist der Sandsturm erst recht weg, also auch vollkommen egal. Ich bin schneller und kann somit mit einer weiteren Lichtkanone das Match beenden und gewinnen. So, aber wie gesagt, er hätte nicht mehr gewinnen können. Ich hätte, glaube ich, noch zwei Pokémon in der Hinterhand, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Magbrand, glaube ich. Hätte nicht mehr was Effektives gehabt, aber das wäre egal gewesen. Und ich glaube, Gigantes wäre noch da gewesen. Ich glaube, nee, Gigantes wäre besiegt gewesen. Ich hätte, glaube ich, nur Magnesone und Magbrand. Stimmt. Nur die beiden, aber ist ja auch egal. Das war's für das heutige Match. Vielen Dank an Finsterwaschbär dafür, dass du teilgenommen hast mal wieder. Und vielleicht kommst du dann nochmal zu einer Revanche, wo du mal gewinnst. Wir werden uns mal sehen. Also, meine Lieben, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.